also die meisten Fotos, was ich gemacht habe, für mich, die waren spontane Entscheidungen. Von Berlin, von Graffiti. Jeder sucht eine Bedeutung für sich raus. Irgendwann hat jemand mir vorgeschlagen, dass ich so meine Fotos auf Magneten mache. Und ich dachte sofort, was für eine blöde Idee. Warum braucht man einen Magnet? Und dann habe ich das angefangen als Gag. Und ich habe vielleicht 10 Stück gemacht. Und ich habe gemerkt, dass jedes Mal habe ich alle Magneten verkauft. Ich würde sagen, 70% sind meine Fotos von ganz kleinen Digitalkamera bis ein 7D Spiegelreflex. Danach habe ich viel mit dem iPhone fotografiert, das ist sehr praktisch. Die meisten Motiven, die sind Motiven aus Berlin. Touristen kaufen das am Wochenende, aber es gibt auch viele Einheimische, die das auch kaufen, mit den lustigen Sprüchen. Ich glaube, das ist deutscher Humor, ich verstehe es auch nicht. Müde, pipi kalt, ne? Und die Menschen kaufen das. Die werden verkauft überall in Berlin, in verschiedenen Läden. Am Samstag, wir sind auf dem Hackischer Markt, Sonntag im Mauerpark. Ja, wir haben jetzt eine Firma in Berlin, die kaufen von uns. Magneten, das ist so ein einfaches, ein authentisches Geschenk. Ich habe klein angefangen, mein Wohnzimmer. Und jetzt, wir sind hier, wir haben 120 Quadratmeter. Und alles, was wir machen es in Berlin. Wir kaufen nur von deutschen Firmen. Das ist auch ein bisschen komisch, denke ich manchmal, weil ich bin Ausländer in Deutschland. Und viele deutsche Firmen, die in dieser Branche arbeiten, die kaufen das nur vom Ausland. Trotzdem, wir sind wettbewerbsfähig. Obwohl, das ist vielleicht doppelt so teuer, das Magnet authentisch ist, authentisch wirkt. Und nicht irgendwas, keine Ahnung. Ich will nicht schlecht von Konkurrenz reden, aber irgendwas ohne Seele, ne? So ein billiges Produkt. Mittlerweile beschäftigt der gebürtige Brasilianer 4 Mitarbeiter in seinem Start-up. Die Magnete werden in mehr als 60 Berliner Geschäften verkauft. Viele Fotografen heute, die können nicht Geld verdienen, weil Pressearbeit bezahlt wenig. Wenn man eine Ausstellung macht, das kostet viel Geld. Mit den Magneten kann ich Fotos machen, schnell ausprobieren am Wochenende, ob das läuft. Und wenn Läden das kaufen, wenn wir das selber produzieren können, dann kann man davon leben. Erfinderisch muss man sein.